Mein Hund hat übrigens den Kopf in den Kissen vergraben, was auch schön ist. So, das heißt, wir müssen jetzt wieder in den Sumpf fahren, müssen da nochmal die Mission machen mit den Ertrunkenen und dann können wir wieder weitermachen. Interesting. Ja, sehr interessant, ne? Wo ist der Fährmann jetzt? Hallo, Fährmann, Flößer, Kaufmann. Fährmann. Brille, Fährmann. Ja, halt die Klappe. Hier, bring mich auf die andere Seite. Ja, ich zahle dir. Ja, ich zahle dir. Ja, zum Sumpf. Ja, genau, komm. Wir fahren jetzt zum Sumpf. Kann ich das überspringen? Ich kann das überspringen. Gehen wir auf den Ladescreen. Der ist viel schöner. Hier mit 320 FPS schippern wir hier durch die Heide. So. Hier, dann spielen wir das Ganze nochmal ganz kurz. Ja. A Witcher. Ich bin ein Hexer, ja, ja. Sehr interessant. Okay, gut, farewell. Oh Gott, ja, dieses Farewell. Mhm. So, so, wir haben es hier. Aha, schön haben sie es da. Interessant. Da ist einer, aha, der ist grün, na, vielleicht hat der eine Quest, ne? Looks like a Brickmaker's Village. Ja, sieht aus wie ein Ziegelbrennerdorf, mhm, könnte sein. A traveler. What shall I? Was? Geralt. We ja. I see not. Ja. We saw. Want to ja, hier. Has another. Here. Thanks. Why? Beware. Ja, Do you have. Indeed. What are they? As if. Drown. Where? Ja, das That's genügt. Enough. So. Dann reden wir gleich nochmal mit ihr. Das war Want das auch ask. Alles. Ja. What do you do here? We mine clay to form bricks we bake in ovens. Nee, ja. You don't find this place dull? Life is good. In the evenings we tell stories and play dice. Okay. Maybe we can play sometime. Want to ask something? Ja, das können wir auch noch fragen. Kalkstein, an alchemist, claims you know about the mage from the tower and the guard. A powerful sorcerer once lived in the swamp. An apprentice, his only companion. All changed when a woman entered his life. A fairy tale beginning. But the end differs. For a wicked woman she was. He fulfilled all her wishes and she took advantage of his might. Who was she? Unimportant. I'm listening. Blind love spelled the mage's demise. He called upon forces he could not control and died. What about the guard? The mage's lover could tell fortunes, and the mage created a deck of extraordinary tarot cards. He illustrated a future event on each card. And? Golems guarded the mage's dwelling. Those spared the ravages of time survive at the cemetery, where they remain motionless. One of them is the guard? Yes, the most powerful golem acted as sentry. The tower card depicts how the golem can be revived. In turn, this will open the tower anew. Take this card. I no longer need it. Aha. Interessant. Haben wir eine Karte bekommen. Sehr schön. Want to ask something? Können wir noch was fragen? Lebt wohl. Farewell. Gut. Dann tätig sagen, wir setzen da hinten noch mal ganz kurz den wunderbaren Stein ein. Haben wir den jetzt eigentlich schon? The obelisk seems ancient. Pity I don't understand. Saphira and obelisk merged. Ja, genau. Dann frage ich mich, warum der Typ, der Hund mir folgt. Es ist und bleibt ein Rätsel. So, dann schauen wir mal da nach hinten. Dann erledigen wir noch mal ganz kurz diese wunderbaren Dinger. So, ich nehme schon mal das hier in die Hand und das da. Dann schauen wir noch mal. So, hallo ihr Lieben. Hallo ihr Lieben. So, waren das alle? Nö. Hier, Katzenstil, na komm. So. War's das? Nein, da ist noch einer. Nice. Gut, dann gehen wir wieder. Aha, was auch immer das gerade war.
Interessant. Interessant. So. Und so könnte ich vielleicht in Zukunft vermeiden, dass er sich nicht von der Stelle bewegt, wenn ich es ihm sage. So, ich speichere. Wo ist jetzt Vaska? Da ist Vaska. Want to ask something? Nein, ich hab die Ertrunkenen. I'm still working. Make it. Don't get anxious. As this. I'm not in. Want to ask. Farewell. Was soll das heißen? Ich arbeite noch dran. Moment, das Schwert ziehen, dann ist man schneller. So. Dann laufen wir mal ganz kurz hier halb durchsichtig durch den Wald. Warum bin ich noch nicht fertig? These boggy holes must be clay pits. Aha. Aha, da sind noch welche. Okay. So, guten Tag. Guten Tag, ihr Lieben. Guten Tag. So, schön. Dann können wir jetzt zurückkehren. Ja, es war die Quest abgeschlossen. Der Quest abgeschlossen Dialog war noch nicht. Warum steckst du das Schwert weg, Hexer? Wenn ich jetzt hier den Schwertboost ausnutzen will, um schneller dahin zu kommen, wo ich hin will. Warum tust du sowas? Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. So, Vaska, meine Liebe, ich hab die alle erschlagen. Want to ask something? Ja, warum siehst du so kacke aus? Hier. I've killed the drowners. You showed us mercy, yet I deceived you. I can offer no money, but you cannot leave unrewarded. Take this amulet. It's Kezath, the symbol of mercy. Will do. Wonderful. Now we prepare for the coming of the lords. Who ja, are okay, these das, lords? Das haben wir schon gehört. Das haben wir schon gehört. Das müssen wir jetzt nicht unbedingt nochmal hören. Dann verziehen wir uns jetzt wieder da nach hinten. Ich mache ganz kurz F5. So, das schauen wir mal, ob wir da irgendwie unbeschadet vorbeikommen. An dem Ertrunkenen. Genau, wir müssen nämlich da nach hinten. Da ist ein Leichnam. Interessant. Meuchlerdolch. Nö, brauche ich nicht. Das war der Leichnam, den wir da vorhin gefunden hatten. So, F5, da kommt jetzt nämlich die Archespore. Hallo, meine Liebe. So, na dann, los geht's. So, ich trinke erstmal was, ne? Hier ist schön gemütlich. Auf eine Schwalbe oder zwei. Gut, das mit den WASD-Tasten funktioniert auch einwandfrei. Also muss man schon sagen, funktioniert einwandfrei. Also während des Kampfes, dass man da schneller wegkommt. Also es gibt nichts Schöneres. Es gibt definitiv nichts Schöneres. Ich würde sagen, wir lassen die erstmal. Okay, die trifft uns jetzt zwar trotzdem, aber das macht nichts. Ich bin nämlich eh gleich hier ums Eck. Also Archespuren sind wunderschöne Gegner. Das Problem ist allerdings. Wo bin ich denn? Hier. Nestar, Kesat und Chokmah. Zu Kesat müssen wir. Und zu Chokmah müssen wir auch. Da schaue ich gerade in die richtige Richtung. Da komme ich aber auch nicht hin. Irgendwie. Doch, da ist er. So. Stirb bitte. Sehr schön, danke. Nestar können wir nicht gebrauchen. Hier, ertrunkener Toter. Wunderbar. So, ausweichen, damit wir nicht in der. Ja, okay, Überreste. Genau, Zunge eines ertrunkenen Toten. Die brauchen wir nämlich für eine Quest, wenn ich mich nicht täusche. So, was haben wir jetzt hier noch? Chokmah. Chokmah und Kesat.
Genau, und den haben wir uns jetzt auch hier wunderschön markiert. Der müsste jetzt da vorne irgendwo rechts von uns... Nein! Nein, verschwinde! Alter! So. Da rechts von uns. Da muss ich wieder zurück zur Archespore. Ich will da nicht hin. Hallo, jetzt... Ich komm... Ja, sorry, aber ich komm da nicht hin. Was soll das? Von der einen Seite sieht's aus, als käme ich da nicht hin. Von der anderen Seite komm ich wirklich nicht hin. Ist ja blöd. Turmtür. Ach, das ist der Turm. Ah, okay. Wenn ich hier herumgehe, komme ich auch nicht aus dem Dickicht raus. Mann. Dickicht raus. Was für ein schwieriges Wort. Ich hoffe, ich komme da irgendwie unbeschadet jetzt an der Mörderblume vorbei. So, ertrunkene Tote. Na ja, toll. So, ich will hier eigentlich die Überreste. Ich kann die Überreste nicht looten. Mist. Okay, ja, ja, ich verschwinde. Hallo, der Weg führt natürlich in eine Sackgasse. Wie blödsinnig ist das bitte? Ja, ich bin ja schon weg. Nächster Haar. Wenn ich hier entlang gehe, komme ich dann vielleicht irgendwie dahin? Nein. Okay. Okay, okay. Ich muss außen rum gehen. Oder hier entlang vielleicht. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Bin gespannt. Ruinen. Looks like this tower collapsed on its own. I guess the swamp's not the best place for buildings this big. Natürlich. Natürlich. Ich habe mich rausgeklickt. Wahrscheinlich, wenn ich mich da reinklicke, bin ich wieder tot. Ich bin gespannt. Jo, ich bin tot. Nice. Schön. Aber das Gute ist, jetzt spare ich mir ein bisschen Lauferei. Ein bisschen Lauferei spare ich mir jetzt. Weil ich stehe nämlich hier bei dieser Archespore. Da muss ich nur zusehen, dass ich wegkomme. Dann kann ich da hier diesen Weg entlang gehen. Der ein wenig ungefährlicher ist. Aber auch nur ein wenig. Und ich muss mir auf der Map noch ganz kurz hier den Kesat markieren. Weil da müsste ich doch irgendwie hinkommen. Und die hier erledige ich jetzt. Hallo. Jetzt zieh halt dein Schwert, Hexer. So. Sehr schön. Haben wir das erledigt? So. Blödsüger. Also, Blutsauger ja eigentlich, aber ich sag Blödsiger. Blödsiger. Ist aber auch ein schöner Name, muss man ehrlich sagen. So, hier schön den Gruppenkampfstil. Aha, warum hat mich der jetzt gelähmt? Kann mir das auch jemand verraten? Geralt. So, hier hat es ein bisschen Schwalbe. So, Ertrunkene. Die sind ja kein Thema. Offenbar doch. Okay. Dieses Kampfsystem, ne? Also die Schwierigkeit von dem Spiel ist schon eine sehr angenehme. Muss man auch dazu sagen. Ist schon eine sehr angenehme. Ich versuche das jetzt noch einmal, da nach hinten zu laufen. Und wenn ich das nicht schaffe, dann beende ich die Aufnahme. So. Oder so. Ich weiß es nicht. So, hier erstmal schön hier Gruppenkampfstil. Los geht's. Hallo. Hallo, jetzt greif doch mal an. Nice. So, dann kommt dann ein einzelner Blödsiger.
Ich bin schon wieder gelähmt. Warum auch immer. Hier, nein, haben wir es geschafft? Nein, wir haben es nicht geschafft, auszuweichen. Schade eigentlich. Warum steckt der jetzt das Schwert weg? So. Hier, einfach mal angreifen. Nächster Angriff, nächster Angriff, nächster Angriff, nächster Angriff. Gruppenstil. Schon wieder nicht geschafft auszuweichen. Alter, Geralt, verschwinde! Alter, lauf jetzt bitte. Alter. So. Und eine Schwalbe. So, einfach mal ein Stückchen weiter weg. Der verfolgt mich immer noch. Okay, ertrunkener Tote. Okay, das haben wir aber schön geregelt hier. Niemand mehr da. So, Überreste nehmen wir mit. Dankeschön. Erstmal F5'en. So. Ein bisschen regenerieren werden wir noch. Aber auch nur ein bisschen. Toxizität, Ausdauer. Schön, die Ausdauer ist wieder voll. Das heißt, wir können wieder Igni verwenden. So. Nice, haben wir. Haben wir alles. So, ein bisschen Igni. Hallo, jetzt verschwinde. So, ein bisschen Stil ändern. So. So, nice. Okay, jetzt habe ich die rechte Maustaste auch mit erwischt mit der mittleren. Interessant, wieder ein bisschen F5 hier. Okay, man muss sich halt reinfrieben in die Steuerung wieder mal. So. So. Gruppenkampfstil. Und alle auf einmal ausgeschaltet. Tippe Rad. Mhm. Habe ich jetzt eigentlich hier schon die Map umgestellt? Nö. Wozu auch? Wozu auch? So, der ist genau da oben. Und F5. Nein, das will ich ehrlich gesagt alles nicht. Häutbare Gegenstände verfügbar. Watsche. Nice. Okay, vor allem der Gruppenstil dauert länger mit dem Silberschwert. Also die Abstände zwischen den Klicks sind definitiv größer als mit dem Stahlschwert. Kesat. Okay, Kesat können wir auch einsetzen. Da hinten liegt eine Mühle. Was auch immer hier brummt, ich will es nicht wissen. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt hier für ein Erdbeben war. Achso, ein ertrunkener normaler. Dachte mir gerade, was ist das für ein Viech jetzt hinter mir? Ich weiß es nicht. Was ist das denn? Mädchenleichnam, Jägerleichnam, Feuerstelle. So, Igni mach ich erstmal das Feuer an. Was ist das denn da hinten? Alter. Was ist das? Sind das Gorgos? Ich weiß es nicht. Schauen wir mal, was der Jäger bei sich hat. Aha, ein goldener Saphirring und Soldatenfusel. Nehmen wir mit. Und das Mädchen hat was? 8 Ohren und Nilfgaarder Zitrone, okay. Also Nilfgaardischer Zitronenwodka wahrscheinlich. So, was haben wir denn da Schönes? Aha, das ist ein ertrunkener Toter wieder.